Was ist denn hier was? Was soll was? Hä? Ich nehme mal das hier. Was auch immer. Ab den Bankstick. Das habe ich schon gehört. Und vergesst bitte die Regeln. Schon mal benutzt? Gegen Haie? Nö. Soll ich auch die Kamera noch nehmen? Ich mach mal hier so. Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide, ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Bukabine glatt ein Bullauge. Sie nimmt die Kamera. Nein, sie gibt mir die Kamera. Okay. Was ist mit der? Hoppla, alles gut? Mehr oder weniger? Aha, der Bangstick. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Hey da, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Bleib ich auf ihrer Schiene oder... Ach komm, was soll's. Klar. Warum nicht? Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Ich mach mal das, ich würde es gern wissen. Lange Geschichte. Das ist kompliziert und wirklich schwer zu erklären. Ich bin ein komplizierter Kerl. Nur zu. Tja, da geht's um jede Menge Lauferei zur Bank. Und Unterschriften für Dokumente mit jeder Menge Nullen drauf. Es ging um einen Kredit? Du bist klüger, als du aussiehst. Vielleicht könnte meine Familie in dein Geschäft investieren. Das ist ein sehr nettes Angebot. Ich schätze, darüber können wir reden. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Wetter ist gut. Die Wolken gefallen mir gar nicht. Oh-oh. Jetzt wird's ganz schön voll hier. Da kommt noch wer anders, oder was? Was, Duke an Alex. Duke an Julia. Funk aus. Wie schön. Seht ihr was?
Also ich sehe nichts. Nö. Gut. Dann eben nicht. Wir gehen noch mal drauf. Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Ist aber so jetzt nichts drauf zu erkennen, oder? Irgendwas Spezielles, keine Ahnung nach, was ich suchen soll. Ich gehe mal runter. Gucken, wie es dem Bubi geht. Da hängt noch ein Bild. Warum behalte ich die bloß? Nichts wie weg. Okay. Soll vielleicht nicht bei denen in der Kabine rumschnüffeln, oder? Aber ich könnte nochmal hier nach dem... Ach, ich kann nicht... nach ihnen gucken oder was? Nee. Wo war das hier vorne? Nee. Ei, dann halt nicht. Dann, hat sie... Oh, scheiße. Ah, das wird dasselbe sein. So, gut. Dann gehen wir mal zu ihm hier. Wir können auch mal ganz kurz hier nochmal gucken. Kümmere dich um das Boot, während die anderen tauchen. Kümmere dich um das Boot. Geheimnisse. Schnellboot. Okay. Zwei Bilder haben wir. Drei gibt's anscheinend. Wenn ich das mit dem... Hey, alles senkrecht? Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop, Bob. Und du steckst hier fest? Ganz allein. Hey, ich dachte, warum da unten im Dunkeln rumstrampeln, wenn die Aussicht hier so gut ist? Ich muss auf die Taucher achten, aber das hier können wir später gern noch weiter fortsetzen. Privat und mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Privat? Aha. Du, aha, ich, aha. Wir zwei ganz allein in einer heißen und tiefgründigen Debatte? Was war denn das jetzt? Ein kühles Gebräu. Wir sollen doch hier irgendwas machen. Ich guck nochmal auf die... Ich hänge... Nein, es geht. Mal kurz überprüfen hier. Da kommt was. Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Das ist... komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? Piraten. Hey, verschwindet hier! Was soll das denn werden? Das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du? Würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler. Sagen wir 20. Oh Mist. Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin?
Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Ich weiß nicht, ob das so eine kluge Idee war. Huch. Ist da der Pilot noch drin? Ja. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Eine Luke, da kommen wir durch. Ihr wollt da echt rein, ja? Super. Hey, Vorsicht. Kann gefährlich sein. Ja, mit Blut im Wasser ist immer toll. Ladies first. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben's geschafft. Ist doch unglaublich. Ein Traum wird wahr. Sehen wir uns doch lieber etwas um. Wieder eine Vorahnung. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant. Das Rohr ist ziemlich eng. Wenn du ohne Kreislaufgerät stecken bleibst. Nee, lassen wir lieber, ist vielleicht oder? Zu gefährlich. Kleines Andenken. Einschusslöcher. Der ganze Rumpf durchsiebt. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Was war das? Sehen wir nach. Guck mal, der winkt. Alter! Ich hätte mich fast vollgewickelt. Ja. Ist doch schön warm. Yeah. Mein Stuhl ist auch Pilot nass jetzt. Und Co-Pilot. Verdammt. Kein Zweifel. Flugzeugabsturz. Echt kein schönes Ende. Langsam. Das Zeug liegt schon ewig hier unten. Ja. Julia, oh Gott, fass sonst einfach nichts mehr an, klar? Stimmt die Luke zu. Mein Gott. Er hält was fest.
Bilder von seiner Frau. Wow. Was ist hier nur passiert? Ich denke, sie wussten um ihr Ende. Hier gibt's sonst nichts mehr. Sieh mal, im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Er hält was fest? Ach, Depp, ich bin wieder zurückgeschwommen. Aber warum bin ich wieder hier? Was ist mit dem? Muss ich hier noch irgendwas machen? Nö, ne? Kann ich hier noch weiter vor? Nee, auch nicht. Ei, dann lass mich doch jetzt mal in Ruhe hier. Kein Interesse an uns. Komm schon. Warte. Okay. Ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, aber ich war mir auch nicht ganz sicher. Wer kann sich da schon richtig sicher sein? Was willst du? Weißt du? Oh. Unter Wasser sieht man schlecht, aber ich knie vor dir. Aha. Julia, willst du mich heiraten? Du verarschst mich, oder? Was? Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder so? Kommt raus, Leute! Aufgeflogen! Julia, ernsthaft? Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja, ja klar will ich dich heiraten. So, jetzt kommt er hin, beißt den Finger ab. Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss, hier Julia. Wir kommen rauf. Over. Hey, wo kommt das andere Boot her? Warte. Julia, hier ist die Dekompression. Scheiße! Was zum Teufel? Wir müssen da rauf! Warte! Die Dekompression! Verdammt! Stimmt ja! Die Dekompression! Sie sollten sich trotzdem... Scheiße! Ich geh hoch! Hey, JJ, keine Panik. Wir hatten einen Unfall. Mit dem Grill. Sah aus, als wäre das Boot explodiert. Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig.
voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Hula, hula, hula. Oh. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Hat es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Und manche, die sie bestimmt später bereuen. Ja, super.